So, liebe Leute, heute reden wir tatsächlich über die Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung WQNTG 2020-2 aus dem Herbst. Und wir stellen euch die Aufgaben kurz vor. Bei der Aufgabe 1 zum Beispiel, da geht es gewissermaßen um eine elektrochemische Korrosion. Die klassischen Fragen dazu könnt ihr dann im Original lesen. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die Aufgabe Nummer 2. Dort haben wir dann eine schiefe Ebene mit all ihren Gruseligkeiten, die die Welt parat hat. Dann haben wir die Aufgabe 3. Da geht es tatsächlich mal um ein geometrisches Problem, wo wir gewissermaßen die einzelnen Kenngrößen herausarbeiten sollen, wie Höhe oder sonst irgendwas. Am Ende des Tages ist die Schnittkraft zu berechnen. Bei der Aufgabe 4 und die elektrische Leistung oder mechanische Energie von einem Wasserkraftwerk. Alles schon dran gewesen. Aufgabe 5. Da geht es auch klassisch um das Erwärmen eines Wasserreservoirs von 2.500 Liter. Die entsprechende Heizölmenge soll bestimmt werden. Aufgabe Nummer 6 sehen wir tatsächlich eine elektrische Aufgabe, aber auch hier im Großen und Ganzen nur eine gemischte Schaltung, deren Schwierigkeitsgrad überschaubar war. Und Aufgabe 7 mit allem, was dazugehört, die entsprechende statistische Aufgabe, hier mal ein bisschen anders gearbeitet, aber alles in allem auch durchaus leicht, wenn man es kann. Ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß damit.